In Hessen wurde ein 26-jähriger Eritreer angeschossen von irgend so einem Rechtsextremen, der so leicht einen Waffenschein bekommen hat, der damit rumballern kann. Es scheint so, dass die Rechtsextremen ganz leicht an Waffen kommen. Und die Menschen, die eine Waffe benötigen, um sich zu beschützen, legt man Steine im Weg. Der Eritreer ist aus seinem Land geflohen, weil der Präsident da die Menschen willkürlich festnimmt, inhaftiert, foltert, tötet und verschwinden lässt. Der Präsident und seine Regierung hat ein System des unbegrenzten Wehrdienstes, in dem die Menschen wie Sklaven zum Militärdienst gezwungen werden. Der Eritreer ist quasi von einem Horrorhaus ins nächste Horrorhaus geflohen. Verletzt wurde er ins Krankenhaus gebracht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Was werden die Eritreer von uns denken? Was wird die Welt von uns Deutschen denken? Justiz und Behörden sollen endlich den Erwerb des Waffenscheins erschweren. Rechtsextremisten müssen mit härteren Strafen abgeschreckt werden. Die meisten Eritreer, die nach Deutschland geflohen sind, sind Christen. Man kann es eigentlich so sehen, dass dieser unterdrückte Christ vor einem Tyrannenchrist abgehauen ist. Er kam für Sicherheit und Frieden ins christliche, starke Deutschland, aber sein Schutz wurde vernachlässigt, weil der Staat blind am rechten Auge ist.